Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in meiner wunderschönen Werkstatt zu einem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr aktuellen und akuten Problem. Und das Problem ist meine wunderschöne Werkstatt. Hier sieht es nämlich aus wie Hulle und ich möchte mich hier drin viel besser organisieren. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich einige Projekte schnell abschließen wollte und abgeschlossen habe. Und dass ich uns ein neues Auto gekauft habe, ein Familienfahrzeug. Und da habe ich erstmal richtig schön die Heckscheibe rausgeparkt. Und das musste jetzt noch schnell gemacht werden, damit ich wieder das Auto fahren kann. Also normalerweise sieht es nicht ganz so schlimm aus. Aber ich dachte, ich zeige euch mal den Worst-Case-Zustand. Und wir kümmern uns erstmal um eine Sache. Dort geht es nicht ganz spezifisch um die Ordnung, sondern um das Licht hier drin, weil hier ist es jetzt Winter, hier ist es jetzt dunkel und wir brauchen ordentlich Licht hier drin. Ich habe mir hier mal so ein richtig ordentliches Videolicht geholt. Eins habe ich auch schon zu Hause. Es ist mega cool, macht mega hell. Und irgendwie habe ich das gerade hochkant gefilmt, weil ich in letzter Zeit so viel Insta-Reels produziere. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Auf unserem Instagram-Kanal gibt es auf jeden Fall mega viel kreatives Zeug. Heute werden wir aber kreativ in der Werkstatt. Und davor werde ich jetzt mal ein bisschen hier drin aufräumen. So, das sind die Kisten, für die ich mich entschieden habe. Die sind ganz schön massiv, ist so ein Euroboxen-Format, das war mir ganz wichtig. Ich fand die Farbe ganz nice. Hier kann man theoretisch noch so unter Trennungen so Teile reinmachen, mache ich vielleicht später noch. Und wenn ich jetzt schon im Aufräummodus bin, werde ich auch gleich die Dinge, die hier so rumfahren, schon mal in die Kisten vorsortieren, irgendwie einen Kleber drauf machen, draufschreiben, was drin ist, weil dann nehme ich die Sachen nicht zweimal in die Hand. Also ich habe mir vorgenommen, wenn ich das jetzt schon mal anfange, dann mache ich es auch richtig. Ich habe jetzt zwei Kisten fertig gepackt. Einmal meine ganzen Fleckscheiben, Schleifpapier, Sägeblätter und einmal meinen ganzen Elektrokram. Und einmal habe ich sogar so eine Untertrennung reingemacht mit alten USB-Platten und die Teile habe ich einfach mit diesem Tacker hier zusammengetackert. Das muss natürlich nicht so sauber sein, Hauptsache es hält. Ich bin richtig begeistert. Ich zeig's euch mal. So schaut das Ganze aus. Das ist die erste Kiste. Da habe ich so unter Teile gemacht. Hier hinten sind alle meine Sägeblätter. Das sind die Sägeblöcke für die Stichsäge. Das ist ein bisschen viel Platz. Hier alle Fleckscheiben und hier vorne alles für meine Schleifmaschinen. Das ist die Elektronikkiste. Sieht unübersichtlich aus, aber ist richtig nice. Da ist auch so eine Trennwand drin. Die habe ich nur reingesteckt. Hier ist Werkzeug und Verbrauchsmaterial. Und hier hinten sind alle Kabel drunter und ich habe nochmal zwei so Kistchen gebaut, hier mit so Schaltern und so weiter, hier noch so Buskram, Trennrelais und so weiter und ich finde, das ist richtig, richtig gut geworden. Zwischenstand, hier ist richtig viel passiert, schaut euch das mal an, das komplette Regal ist leer, das ganze Holz, das alte Metall ist alles weggeräumt und meine ganze Werkstatt ist jetzt eigentlich in diesen grünen Kisten. Als nächstes baue ich jetzt mal das blaue Regal ab, mache hier ein bisschen Platz und dann machen wir uns an genau das Regal, das später für die grünen Kisten da sein soll. Oh, genau hinter mir an die Wand soll jetzt das neue Regal kommen und das Ziel ist es, das Ganze möglichst kostengünstig zu bauen, aber natürlich trotzdem stabil, denn die Kisten hier wiegen einiges und weil es günstig sein soll, mache ich das Ganze aus Dachlatten. Ich zeige euch gleich, wie die ganze Konstruktion ausschaut und ich glaube, davor schneide ich erstmal ein paar Latten zu. So, ich habe mir einige Gedanken zu dem Regal gemacht und richtig schönen Plan dafür gezeichnet mit allem Maßen und allem, was man sich so vorstellen kann. Und ich erkläre euch jetzt mal, was ich mir gedacht habe und zeige euch mal, wie ich das Ganze baue. Und anfangen tun wir jetzt mal mit den Ständern, die quasi alles tragen. Ich werde mir jetzt immer so eine 2-Meter-Latte nehmen und damit die Last, die später quasi von den Querlatten kommt, ordentlich getragen wird und weil diese Balken, also die Dachlatten ja nicht so massiv sind, werde ich mir da jetzt immer nochmal was draufpacken. Heißt, ich leime und knallt das gleich mit so einer Nagelpistole fest. Hier nochmal so eine Verstärkung drauf. Die ist aber nicht nur, um das stärker zu machen. Die ist auch dafür da, dass ich die Querlatten, also die mit dem Gewicht, später hier in diese kleine Nut, die sich ergibt,
reinleimen kann. Und dadurch haben wir halt voll die gute Traglast, weil das quasi stärker wird und die Last so richtig nach unten gepresst werden kann. Das ist ganz cool. Und die Latten hier quasi mache ich irgendwie 5-mal hin und dann kommt quasi immer wieder so ein Querträger rein. Da kommen später die Böden drauf und ich glaube, so sollte das Ganze richtig gut funktionieren. Hier natürlich alles schon ordentlich einsortiert. Dübel, Lamellos, Meisterdübel und so weiter und natürlich dazugehörig der Leim, den brauchen wir jetzt. Meine 6 stehenden Latten sind fertig, die stelle ich jetzt mal an die Wand und dann kommt da so eine Querstrebe durch. Die will ich leimen. Leime ich die? Die werde ich, glaube ich, nicht leimen. Dann kann man es auch wieder auseinanderbauen. Die werde ich von hinten schrauben. Und das versuchen wir jetzt mal zusammenzubauen. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird ziemlich wackelig. So, Rahmen Nummer 1 steht, was man natürlich ein bisschen gucken muss, wenn man das baut, dass es nicht irgendwie winch wird, deswegen immer einmal die Diagonale messen, das passt. Jetzt baue ich die zweite Seite und dann verbinden wir das Ganze. Die beiden Seitenteile stehen, das sieht richtig gut und auch stabil aus und jetzt kommen nochmal Latten quer rein, auf die dann quasi die ganzen Böden kommen und dann können die Kisten rein. Ich zeige euch mal, wie ich die Dinger hier anbringen möchte. Zugegebenermaßen, die werden ein bisschen länger wie das Holzstück hier sein, aber mal zum Zeigen, die kommen jetzt hier von der Seite drauf und werde ich dann natürlich auch anschrauben und somit sollte das richtig gut halten und dazwischen kommen dann die Böden. Schnell, die Grundkonstruktion steht. Ich bin richtig happy, das ist mega stabil. Natürlich noch ein bisschen wackelig. Ich werde es nachher auch in irgendeiner Art und Weise an der Wand befestigen, dass es nicht umkippen kann. Jetzt kommen die Böden. Die mache ich aus OSB. Da habe ich nämlich noch eine Ladung übrig. Das einzige Problem ist, das OSB ist in dem Plattenlager da hinten. Das muss ich jetzt erstmal rausfuddeln. Dann schneiden wir die Böden, legen die rein, schrauben die fest. Und dann bin ich echt mega gespannt, wie stabil es am Ende ist. Aber ich glaube, es wird richtig gut. Also ich glaube, das ist das unaufgeräumteste und chaotischste Video, was ich je gemacht habe. Aber das ist wohl der Weg, um genau ins Gegenteil zu kommen, auf eine aufgeräumte Werkstatt, die sortiert ist, die gut aussieht. Und naja, gewöhnt euch dran. Geschnitten, ganz schön groß und die kommen jetzt mal hier rein. Ich hoffe, es passt. Nice! Genauso habe ich mir das vorgestellt. Jetzt schneide ich alle Böden fertig und dann machen wir mal alle rein, schrauben die fest und dann können die Kisten drauf. Ich habe jetzt alle Böden geschnitten, aber die Kanten sind teilweise ganz schön rau und ich möchte da weder mit den Fingern noch mit den Kisten hängen bleiben. Deswegen fräse ich da jetzt noch eine ganz kleine Rundung dran, damit es schön geschmeidig ist und dann kommen die Teile endlich da rein. Genauso wird der Boden jetzt einfach von oben eingelegt und natürlich festgeschraubt. Mache ich mal alle rein, schraube die fest und dann schieben wir mal die erste Kiste rein. Ich habe noch nicht probiert, ob es passt, ohne Witz. Es sieht irgendwie ein bisschen eng aus. Aber ich habe es vorgestern Abend um 23 Uhr auf der Couch geplant. Das muss einfach passen. Das Schwerlast-Euro-Kistenregal ist fertig, wie auch immer man das nennen will. Ich habe jetzt zusätzlich hier hinten noch so eine kleine Absturzkante gemacht, damit die Kisten auch ordentlich bündig stehen vorne. Jetzt schiebe ich das einmal an die Wand, dann testen wir mal, ob die Kisten auch ordentlich reinpassen. Und dann muss ich noch schauen, also es ist echt massiv, aber auch ein bisschen wackelig.
Deswegen will ich es irgendwie an der Wand befestigen. Das checken wir gleich mal nur ab, wie wir das machen. Aber jetzt erstmal gucken, ob es auch passt. So, das passt doch schon richtig gut. Und jetzt schieben wir mal eine Kiste rein. Also später kommen immer zwei pro Fach rein. Ich glaube, es passt. Moment. Perfekt! Richtig nice! Okay, ich bin mega happy, das passt richtig gut. Jetzt räumen wir das gleich ein zur Befestigung. Mache ich es mir jetzt ein bisschen einfach. Da hinten ist eine Heizung an der Wand und ich werde jetzt einfach diesen mittleren Balken mit ein paar Kabelbindern mit der Heizung verbinden. Dann hält das auf jeden Fall und dann räume ich mal alles ein und ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird richtig nice aussehen. Hä? Okay, wie abgefahren schaut bitte dieses Regal aus. Richtig cool, das Zeug ist endlich organisiert und schaut gut aus. Und wenn ihr jetzt denkt, das braucht ungefähr so viel Platz, wie es davor auch gebraucht hat, dann ist das richtig, aber ich habe noch 5 leere Kisten und in die Kisten geht wirklich richtig viel rein und viele von den Kisten sind jetzt auch nicht so vollgestopft. Zeige ich euch gleich im Schluss nochmal. Davor räume ich jetzt hier mal ein bisschen auf, schau mal, was ich mit dem Schrank mache, schiebe den wieder ein bisschen ran. Ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, dass es nicht bei dem Regal hier bleiben soll, sondern ich will jetzt noch einen Schrank hier zwischen Spind und Regal bauen. Und ich habe so ein paar Sachen, die hier drin einfach nie einen ordentlichen Platz haben. Dafür will ich den perfekten Schrank bauen. Und jetzt sägen wir erstmal das ganze Material dafür zu. Die ganzen Einzelteile für den Schrank. Ich mache mir das jetzt relativ einfach und werde das stumpf verschrauben, noch ein bisschen Leim dazwischen. Ist für die Werkstatt, muss nicht ganz so schick sein, aber es soll massiv und fest sein. Das wird es auf jeden Fall. Und ich habe noch ein bisschen was dazu bestellt und zwar einmal hier so richtig nice Schubkästen, Schubladenauszüge. Soll aber nicht nur Schubläden geben, deswegen noch so Aufschraubscharniere, die habe ich auch schon im Van benutzt. Die sind richtig cool, soll auch Türen geben, die sind dafür. Und noch was Neues zum Bauen und zwar kennt ihr bestimmt diese Winkelzwingen von mir. Die habe ich schon richtig oft benutzt. Da kann man die Werkstücke im 90 Grad Winkel festzwingen. Und dafür habe ich jetzt, oder beziehungsweise die gleiche Funktion habe ich jetzt geupdatet. Und zwar mit diesen Teilen hier. Die sind ein bisschen massiver und sollen sehr praktisch sein. Wie das Ganze funktioniert, checken wir jetzt gleich mal ab. Ich glaube, wir schrauben jetzt erstmal den Korb zusammen und probieren das Ganze mal aus. So, richtig nice, die erste Wand ist dran. Das hat richtig gut funktioniert mit dem Zwing und das Coole ist, schaut mal, die kann man auch festzwingen, wenn man hier so einen Überstand hat, weil hier kommt nachher der Boden rein, damit das hier plan ist. Also das hat gut funktioniert und ich habe es mir jetzt hinten leicht gemacht. Einfach versenkt, Schrauben reingejagt und jetzt hält das Teil. So, der Korpus ist erstmal fertig und ich zeige euch jetzt mal das erste Teil, was da drin meinen ordentlichen aufgeräumten Platz haben soll und dann einfach weg ist. Also zumindest, wenn ich ihn nicht brauche. Das ist tatsächlich mein geliebter Staubsauger. Ich werde jetzt gleich mal hier oben diesen Arm weg machen, weil rumfahren tue ich den eigentlich nie. Also wenn, dann ziehe ich den hinter mir her und der soll dann hier unten reinkommen und dann mache ich einen Boden drüber. So, der Staubsauger passt schon mal richtig gut. Das nächste Teil, was hier immer los in der Werkstatt rumliegt und was eigentlich richtig blöd ist, weil da ist mein ganzes Kamerazeug drin, ist der Rucksack. Der soll jetzt hier drüber, aber nicht einfach so. Ich will jetzt hier 3 Schubkästen reinbauen, unter anderem für den Rucksack, damit ich mir das dann richtig schön ausfahren kann, weil den klappt man so nach oben auf, dann kann ich den rausfahren, mich bedienen, alles ändern, Objektive wechseln, Mikrofon, whatever. Und dann wieder reinschieben, dann ist er auch staubdicht. Und deswegen bauen wir jetzt mal eine Schublade. Mein Ziel ist es, ganz viel so Abfallholz, also ist ja ein wunderschönes Brett hier noch, aber ich habe halt voll viele solche Abschnitte, zu verarbeiten. Deswegen wird es jetzt ein bisschen gewurschtelt. Wäre natürlich viel einfacher,
einmal die Breite von der Schublade aus einer großen Platte rauszuschneiden und dann einfach nur die Abschnitte zu machen. Aber das wird jetzt ein bisschen ein Gestückel aus ganz viel Kleinkram. Der Korpus und das Innenleben ist jetzt soweit fertig. Das mit den Schubkästen funktioniert richtig gut und ich liebe einfach solche Schwerlast-Vollauszüge. Ist einfach der Hammer. Man hat die komplette Schublade draußen und nicht irgendwie so halb drin mit hier da hinten rumbasteln und so. Das ist richtig, richtig nice. Jetzt geht's an die Fronten und wenn ihr sowas macht, was natürlich immer cool aussieht, ist, wenn man die Front am Stück macht. Ich habe mir hier extra noch so einen langen Abschnitt aufgehoben, woraus ich die ganze Front jetzt mache. Die säge ich jetzt einmal auf Breite. Dann mache ich die ganzen Abschnitte, dann kommen hier die Scharniere rein zum Auf- und Zumachen und als Griff werde ich auch wie in der Werkbank einfach Löcher machen. Das finde ich einfach mega praktisch. Geht schnell, Finger rein, rausziehen, aufmachen, zumachen. Das ist der Plan. Die Fronten sind jetzt fertig und es ist immer ein bisschen tricky, so eine Schranktür, die quasi so innenliegend hier rein soll, mit so einem Aufschraubscharnier zu befestigen. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal, was ich mir gedacht habe, um das easy hinzubekommen. Ich werde jetzt das Scharnier nämlich erstmal nur an die Front schrauben und mir dann so eine kleine Schablone machen, die ich dann hier an die Seite halten kann, um hier quasi dieses Scharnier bzw. die Bohrung anzuzeichnen. Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert, habe ich so noch nie gemacht, aber wir probieren es einfach mal aus. So, und jetzt schnappe ich mir das Teil und kann das quasi einfach hier in den Schrank reinlegen, die Löcher übertragen und dann genau in den Löchern das Scharnier festschrauben. Das ist zumindest die Idee. Das Ganze habe ich auch noch einmal für unten gemacht. Müssen natürlich nur gucken, dass man es richtig rum hinmacht. So, jetzt zeichne ich das mal an und gucke, ob das auf die Löcher passt. Dann schrauben wir es fest und dann gucken wir, ob das auch funktioniert. Akkuschrauber rein und fest damit. Zack. So, und? Ja, perfekt. Das passt sehr gut. Jetzt kommt hier natürlich noch ein Stopper dran, damit die Türe nicht nach hinten geht, sondern dass die hier anhält. Da mache ich einfach so einen kleinen Keil hin. Und that's it. Ich habe gerade ein bisschen gesucht und sogar noch solche Schnappverschlüsse. Magnetverschlüsse wären mir sogar ein bisschen lieber gewesen, aber solche Schnappverschlüsse, hier, keine Ahnung, wie die heißen, ich verlinke die und alles andere, was ich genutzt habe, natürlich unten in der Videobeschreibung, gefunden. Und heißt, davon mache ich jetzt welche ran, oben und unten dann, und dann hält das richtig gut. Also zugegebenermaßen bin ich nicht so ein Freund von diesen Schnappern hier, aber es funktioniert. Das Coole ist halt bei einem Magnet, das ist auch eine sehr simple Möglichkeit, würde das halt jetzt richtig zugehen. Also es wird sich einfach ranziehen, jetzt habe ich halt keine da. Und bei diesen Schnappern muss man halt immer noch diesen Aufwand auf sich nehmen. Naja, vielleicht wechsle ich das auch irgendwann mal noch. Bei den Schubkästen mache ich mir das jetzt relativ einfach. Ich fange mit der unteren an, die oberen mache ich raus und dann kann ich die Front quasi einfach ordentlich reinstellen, das von hinten anzeichnen, rausziehen und dann mit diesen Jigsaw Undercover Jig Löcherteilen festschrauben.
der Schrank ist fertig und ordentlich geölt. Ich habe tatsächlich zwei verschiedene Öle benutzt. Zu der Öle benutzt, ein ganz normales für innen. Da seht ihr das, das ist relativ dunkel geworden. Da wird es da drin auch nicht so schnell dreckig. Aber mir gefällt das Helle sehr gut. Deswegen habe ich außen so ein helles Öl mit weißen Pigmenten benutzt. Deswegen ist es so schön hell geblieben. Jetzt mache ich mal die Schubkäste rein und dann gucken wir mal, ob der Rucksack passt. Dann brauche ich noch eine kleine Unterteilung, damit man alles schön organisieren kann. Und dann wird einsortiert. So, jetzt der Kamerarucksack, der eigentlich immer so hier drin rumliegt. Passt hoffentlich rein. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Es funktioniert. Und jetzt kann ich einfach aufmachen, den Rucksack aufmachen. Theoretisch kann ich den sogar hier einrollen. Nice. Komme ich an alles ran. Objektive, Drohne, was halt auch immer da drin rumfliegt. Und wenn ich es nicht brauche. Ich habe jetzt drei unterschiedliche Einsatzgrößen gemacht. So einen großen, so einen mittleren und noch ein paar so ganz kleine. Und ich mache mir das jetzt richtig einfach. Ich nehme jetzt quasi einfach immer einen Boden und leim vier Seiten ran. Ich klebe das gleich damit im Klebeband fest. Und dann habe ich ganz viele so kleine Kisten. Die habe ich natürlich in einem Raster geschnitten, damit ich die auch wechseln kann. Ich hoffe, das passt gleich auch. Und jetzt kleben wir alles mal zusammen. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen Fleißarbeit. Aber mit dem Podcast auf dem Ohr wird es, glaube ich, eine schöne Arbeit. Okay, die erste Kiste ist verleimt. Das ist aufwendiger, als ich dachte. Eieiei. Aber naja, jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei. Und ich habe noch einen Tipp, der echt wichtig ist, weil ich glaube, sonst ist es richtig schwierig. Wenn ihr sowas bastelt, dann macht die Bodenplatte innenliegend. Also quasi, dass ihr die Seitenwände von außen dran schiebt, weil dann habt ihr durch die Bodenplatte schon mal einen guten Halt. Da könnt ihr die Seiten dann dagegen drücken. Sonst wäre es, glaube ich, richtig tricky, das ordentlich hinzubekommen. Aber ja, ist halt ein Kistchen. Die ganzen Kistchen sind fertig. Jetzt ziehe ich das ganze Klebeband ab und dann schleife ich noch einmal außen rum, damit es ein bisschen ebener wird. Na, vielleicht ist es auch nicht nötig. Ich schleife einmal drüber und dann packen wir das mal in die Schublade. Also ich bin mit den Kästen echt zufrieden. Die sind mega stabil, auch wenn sie nur geleimt sind. Und an sich passt es auch, aber irgendwie passt es doch nicht. Also ich bekomme irgendwie... Die passen alle, aber ich bekomme irgendwie diese Kästen nicht rein. Ich glaube, ich habe die in der falschen Größe gemacht. Naja, dann habe ich halt, entweder baue ich mir hier noch daraus so einen Innenkasten, so einfach. Naja, ein bisschen Spiel haben wir halt, aber ich glaube, damit bin ich zufrieden. Also ich würde sagen, die Ordnung bis dato, alles in der großen Kiste, hat auf jeden Fall Potenzial. Das wird jetzt mal ordentlich einsortiert. Es ist geschafft, das Regal ist komplett fertig. Ich habe jetzt die Beschriftung dran gemacht, habe da einfach so kleine Sticker drauf gemacht und nicht hingeschrieben, was es ist. Ist mega übersichtlich und ich würde sagen, damit ist dieses Projekt abgeschlossen und ich finde, man sieht auf jeden Fall einen ordentlichen Unterschied. Und so praktisch, man kann einfach die Kisten rausziehen, was rausholen oder eben die ganze Kiste mit zur Werkbank nehmen. Was sich auf jeden Fall richtig gelohnt hat, sind die Stoppleisten hinten, weil so kann man die Kiste einfach nach hinten reinschieben und sie fällt nicht durch und es sieht auch vorne schön sauber aus. Also ehrlicherweise finde ich, der Schrank hier ist fast ein bisschen zu schön für die Werkstatt geworden. Das ist so praktisch. Ich liebe diese flache Schublade mit dem ganzen Kleinzeug drin, mit Stiften, Papier, Spitzer, Feuerzeugen, alles was man halt so braucht, was da vorher in der Riesenkiste war. Tatsächlich habe ich noch mega viel Platz. Hier oben ist noch super viel Platz und vielleicht habt ihr es gesehen, zwei Kisten sind nicht beschriftet, die sind auch noch komplett leer. Falls ihr euch wundert, über den Schrank hier haben wir eigentlich gar nicht gesprochen. Den habe ich irgendwann mal bei Kleinanzeigen gekauft. Da ist mein ganzes Werkzeug drin. Vielleicht muss ich da drin auch mal wieder aufräumen, aber das ist eigentlich ganz gut organisiert. Einfach mit ein paar Böden und das Coole ist, den kann man auch abschließen hier unten. Falls ich mal länger weg bin. Es ist manchmal schwer, sich für solche Projekte zu überwinden, weil es gefühlt nicht so ein richtiger Schritt nach vorne ist, aber es erleichtert die Arbeit in so einer Werkstatt, in einem Keller, wo auch immer.
ungemein, wenn man das mal macht. Deswegen hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet aus diesem Video. Ein paar Bastelskills, die Idee mit dem Regal, mit den Kisten, vielleicht das ein oder andere Werkzeug für Eckverbindungen und Co. Ich verlinke euch auf jeden Fall alles dazu in der Videobeschreibung. Wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und zu guter Letzt, seid so nett, lasst ein Like für das Video da, da könnt ihr den Kanal ein bisschen unterstützen. Lasst ein Kanal-Abo da, dann verpasst ihr keine zukünftigen Projekte. Und jetzt würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Ciao.